Hallo, ihr seid schon da. Herzlich willkommen in unserem neuen Video der Woche von der Baustelle vom Zen-Garten Paraguay. Und ich sitze hier, weil ich mir die Pläne anschaue. Wir werden jetzt nämlich gleich prüfen, ob die Elektroleitungen und die Wasserleitungen dort sind, wo sie auch hingehören, wo wir sie haben wollten. Nichtsdestotrotz machen wir gleich den Rundgang. Kurz hier, ich hatte vor 2-3 Wochen erwähnt, wir werden das jetzt einrichten. Nun ja. Eingerichtet sieht das nicht aus, liebe Leute. Aber wir haben halt schon Sachen gekauft für die Häuser und mussten die auch irgendwo unterbringen. Und deswegen haben wir gesagt, wir verzichten darauf, jetzt hier erst einzurichten. Wir nutzen das als Lagerraum, auch für Fliesen, die wir schon gekauft haben. Hier und auf der anderen Seite. Kühlschrank haben wir schon einen und allerlei andere Sachen. Ja, und falls ich es noch nicht erwähnt habe oder ihr es noch nicht gemacht habt, Daumen hoch ist für uns wirklich eine Rückmeldung zu unserer Arbeit und wir freuen uns über jeden Einzelnen und auch gerne hier unter einen Kommentar. Am besten noch den Kanal abonnieren, dann seid ihr immer informiert, wenn ein neues Video der Woche kommt. Gehen wir los! Hier möchte ich euch jetzt noch zwei Mitbewohner vorstellen. Der große Kater ist der Kater, der uns zugelaufen ist, unser Baustellenkater Felix. Und der kleine rote ist der Kater unseres Hausmeisters, der Max getauft wurde. Also hier zwei Mitbewohner im Zen-Garten. Was ihr hier sehen könnt, ist da oben, das Dach ist über dem Haus Orchidee schon gelegt. Beim Haus Kolibri fehlt es noch ein bisschen, aber das wird dann diese Woche geschehen. Da haben sie schon die Streben vorbereitet. Gehen wir mal in die zwei Doppelhaushälften hinein. Wir sind jetzt hier auf der Terrasse von der Doppelhaushälfte Orchidee. Wir gehen gleich rein ins Erdgeschoss, in den ersten Stock, aber es wird ein bisschen duster aussehen. Das liegt daran, dass die Wände natürlich noch nicht verputzt sind, noch nicht gestrichen sind. Das wird später viel, viel heller aussehen. Das haben wir an unserem eigenen Haus schon erlebt. Also nicht erschrecken, mitkommen! So, wie ihr sehen könnt, hier sind schon die Leitungen für die Sicherungskästen, für den Wasseranschluss in der Küche mit Warm- und Kaltwasser gemacht. Hier fehlt noch ein bisschen Wand, aber das ist das Gäste-WC. Das müssen wir nachher eben alles nachmessen, ob das auch wirklich da ist, wo wir es hinhaben wollten. Und hier der Bereich, ihr seht auch hier die Leitungen rechtwinklig und nicht, wie es in Paraguay oft üblich ist, Berg- und Talbahn. Also manchmal, wenn man Wände anschaut in Paraguay, in denen elektrische Leitungen verlegt sind, die aber noch nicht verputzt wurden, dann hat man das Gefühl, man fährt Achterbahn. Wir haben gesagt, wir wollen das schön sauber gerade, sodass wir nachvollziehen können, wo sind denn die elektrischen Leitungen und wo kann später auch gebohrt werden. Gehen wir in den ersten Stock. Wie ihr sehen könnt, wir sind im großen Schlafzimmer vom Haus Orchidee. Wie von außen gezeigt, das Dach ist gemacht. Es muss natürlich alles noch gestrichen und hübsch gemacht werden. Aber ihr könnt schon mal sehen, wie es später aussehen wird. Auch hier die Leitungen, alle rechtwinklig, alle von oben nach unten. Man kann genau abschätzen, später, wo man bohren kann. Das war unsere Vorgabe. Das ist hier nicht selbstverständlich. Gehen wir mal in das zweite Zimmer, was entweder Büro ist oder Jugendzimmer. So, kommt rein. Auch hier könnt ihr sehen, das Dach liegt. Die Leitungen liegen alle. Dann werden wir nachher prüfen, ob die dort sind, wo wir sie hinhaben wollten. Ja, sieht doch insgesamt schon richtig, richtig gut aus. Gehen wir in das andere Haus Kolibri. Wie versprochen, jetzt sind wir auf der Terrasse vom Haus Kolibri und auch hier schauen wir, was gemacht wurde. Die Leitungen im Bad oben weiß ich noch nicht, werden wir gleich entdecken. Definitiv hier für die Küche. Die Elektroleitungen müssten alle drin sein. Das Dach ist vorbereitet, aber noch nicht gedeckt. Kommt mit! So, hier seht ihr das Wohnzimmer und hier kommt die Küche hin, die Küchenecke. Ihr seht den Wasseranschluss, Warm- und Kaltwasser wieder, die Vorbereitung für den Sicherungskasten. Hier oben ist die Vorbereitung für die Klimaanlage. Und was ihr hier sehen könnt, hier hat man dann noch einen Abstellraum unter der Treppe, damit der Platz gewürdigt wird.
Und auf der anderen Seite der Mauer, hier geht quasi die Küchenzeile los. Unsere Idee für dieses Haus ist eben hier Küchenzeile über Eck und ungefähr da, wo der Sicherungskasten ist, da eine Theke hinzumachen. Wenn man das nicht möchte, kann man zum Beispiel auch hier einen Tisch machen, einen Essplatz. Wir finden das hier mit einer Theke sehr schön und werden auf der Terrasse einen Esstisch hin tun. Ja, schauen wir uns den ersten Stock an. Kommt mit. Hier im Flur, seht ihr, pro Flur haben wir zwei Wandleuchten vorgesehen. Die sind jeweils auf einer Höhe von 2 Metern ab der Stufe, sodass man sie noch halbwegs gut ersetzen kann, wenn da Glühbirnen kaputt sind, dass sie aber schön ausleuchten. Und wie ich gesagt habe, das Dach fehlt noch. Das ist aber vorbereitet, das heißt, das wird kommende Woche gedeckt. So, das hier ist das Bad. Hier sind noch keine Anschlüsse gelegt. Hier ist nur vorbereitet eben der Abfluss nach unten, das Warmwasser, was hochkommen kann, beziehungsweise was nach unten geht, weil hier oben ja der Boiler hinkommt, da oben kommt der Boiler hin. Ja, alles schön vorbereitet. Und hier habt ihr das riesig schön große Schlafzimmer vom Haus Kolibri. Was wir uns gedacht haben, das ist jetzt vielleicht noch nicht final, aber so in unseren Köpfen, ist, dass man hier die Schlafecke hinmacht. Hier in der Ecke wahrscheinlich eine kleine Sitzecke mit 2 Stühlen, Sesseln, was auch immer und einem kleinen Tisch. Hier vor dem Fenster ein Schreibtisch, sodass man auch mal arbeiten kann, wenn man zum Beispiel jetzt mit Laptop und Handy am Arbeiten sein kann. Und hier eben einen Schrank, vielleicht noch eine Kommode mit Spiegel, also sowas in der Richtung. Ja? Das Haus Kolibri ist übrigens wirklich sehr gut für ein Paar geeignet. Natürlich kann man auch unten im Wohnzimmer mit einer Schlafcouch auch noch Kinder unterbringen. Für Singles, für ein Paar ist es von der Größe her optimal, vor allem wenn man von daheim übers Internet arbeiten kann. Man hat dann zum Entspannen noch den Kinshow, den Pool, den Freizeitraum, genau. Und was vielleicht noch nie so wirklich erwähnt wurde, aber ich gehe dafür etwas in Schatten, mir brennt es nämlich auf den Kopf. So, jetzt stehe ich im Schatten. Also, zum Beispiel sind 2 Supermärkte, der Real und der Super Sales. Der Super Sales ist vielleicht sowas wie ein Edeka, der Real ist wieder Real in Deutschland. Die sind in Reichweite mit dem Auto 10 Minuten. Ich gucke gerade, weil wir Besuch von Klein Max haben. Der ist uns gefolgt wie ein Hund. Zeig mal Klein Max. Und ist ganz schüchtern und guckt sich wahrscheinlich das erste Mal hier den Raum an. So, ansonsten gibt es zum Beispiel in San Lorenzo, das ist die Universitätsstadt hier in Paraguay, da sind wirklich die meisten Universitäten, da gibt es eine Universitätsklinik, da fährt man von hier ungefähr auch 10 Minuten, Viertelstunde. Nach Asunción hinein, je nachdem, also da, wo wir gern hinfahren, wo 2, 3 Einkaufszentren sind, wo man auch schön essen gehen kann und solche Geschichten, auch der europäisch-deutsche Supermarkt ist da, fährt man gut 40 Minuten, 45 Minuten, wenn man weiß, zu welchen Uhrzeiten. Also natürlich bitte nicht im Berufsverkehr. Ja? Ja, einfach nur, dass ihr wisst, wie ist es denn hier auch so von der Lage her? Man ist hier also wirklich sehr gut angebunden. Es gibt hier in der Straße ein bisschen weiter weg als da, wo wir wohnen, noch 100 Meter eine Despenser. Das ist sowas wie ein kleiner Tante-Emma-Laden. Da kann man also zu Fuß vom Zen-Garten aus hingehen. Auf der anderen Seite, eine Straße weiter hinten, verkauft eine Dame Obst und Gemüse jeden Tag, frisch. Also man ist hier wirklich ziemlich, ziemlich gut angebunden. Das war für uns mit ein Grund, den Zen-Garten auch hier in Ñemble aufzubauen, denn wir wollten nicht irgendwas, ich sag's jetzt mal so, in der Pampa irgendwo hinmachen, wo der nächste Arzt vielleicht eine Stunde entfernt ist oder das nächste Krankenhaus, wenn was Ernsteres ist, dann ist es einfach vielleicht auch zu lang. Ja? Und aus dem Grund haben wir gesagt, wir wollen auch für uns in der Nähe der Stadt sein, nicht in der Stadt, aber mit sehr, sehr guten Anbindungen. Ja, gehen wir wieder runter, schauen wir weiter, was sich getan hat. Das war jetzt nur ein kleiner Ausflug in die Anbindungen hier. Und hier einfach noch ein Ausblick hier von außen. Hier wird schon verputzt. Die ganze Rückseite ist schon verputzt worden. Und auf der anderen Seite, bei der Doppelhaushälfte Kolibri, sind sie, glaube ich, ungefähr so weit wie hier. Also ihr seht, es geht wirklich mit großen Schritten voran. Und vielleicht, wenn der Martin hier noch ein bisschen zeigt. Ihr seht hier direkt vor uns einen großen oder einen wachsenden Moringa-Baum. Der ist jetzt noch nicht so groß für einen Moringa-Baum, aber er wächst schön.
Er wird, weil die Blätter so nahrreich sind und so lecker, er wird regelmäßig von den Ameisen überfallen und leer gefressen. Das heißt, wenn wir die Blätter mal ernten wollen, müssen wir schneller sein als die Ameisen. Dahinter, das sieht man hier ein bisschen, schaut mal. Vielleicht erinnert ihr euch an das Video, in dem wir die Lapachos gepflanzt hatten. Schaut mal, wie groß der geworden ist. Der hat sich verdreifacht, der hier vorne. Der da hinten hat sich verdoppelt. Die hinteren sehen wir jetzt nicht. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt durch den Stacheldrahtzaun. Wir haben abgeriegelt, damit die Bauarbeiter da nicht reingehen. Ihr könnt hier unsere Bananenstauden sehen. Ja? Daneben ist ein kleiner Mandarinenbaum. Da sieht man auch ein paar Mandarinen schon. Siehst du sie? Schaut mal, also Mandarine, das sind dieses Jahr nicht so viele, weil dieser Baum von Termiten und von blattfressenden Ameisen befallen wurde, mehrmals die letzten Jahre, als das Grundstück eben noch nicht gepflegt wurde. Und aus dem Grund muss er sich jetzt erstmal ein bisschen regenerieren. Ja, ihr seht hier an den Blättern auch den Fraß. Wir müssen da also anscheinend wieder ein bisschen mit Reis arbeiten, um dem Baum zu helfen. Wir machen das ökologisch mit Reis. Ja, und was ihr vielleicht da hinten seht, ist unser Rosella-Strauch, beziehungsweise das sind zwei Rosella-Sträuche, die müssen wir demnächst ernten. Das hier ist der Rosella und wenn ihr ein bisschen zur Seite schwenkt, dahinter seht ihr den Lapacho, der hat sich auch, ich glaube, mehr als verdoppelt. Ja, vielleicht nochmal ein Blick rundum von diesem Blickwinkel. Wenn ihr einen jungen Mann in dem Kinsho sehen, sitzen seht, das ist unser Hausmeister, der ist ein bisschen schüchtern, den wollen wir jetzt nicht in Großaufnahme nehmen. Aber ihr seht, der Zen-Garten gestaltet sich immer mehr, so wie er in der Animation ist. Und natürlich real ist es noch viel, viel schöner. Ja, wir sind wieder am Ende unseres Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt wieder gesehen, wie wir vorangekommen sind. Und denkt dran, Daumen hoch! Gerne einen Kommentar und den Kanal noch abonnieren. Das wären die drei Sachen, die ihr machen könnt, um uns zu unterstützen und damit ihr informiert bleibt. Also, bis nächste Woche. Tschüss aus dem Zen-Garten Paraguay.